Hallo, moin moin und allerherzlichst willkommen. Ja, nicht nur herzlichst, allerherzlichst. Ich habe euch alle ganz furchtbar lieb. Ich habe alle Menschen furchtbar lieb und deswegen möchte ich allen Menschen die Wahrheit kundtun. Die Wahrheit, die einzige Wahrheit, die sich zu finden, tut nur in der Bibel und dann am liebsten in einer ganz reinen Version, einer Version, die gesäubert ist von allen Unreinheiten, die die römischen Katholiken uns immer gerne da reinbauen, durch falsche Texte zu gebrauchen. Dafür gebrauchen wir im Deutschen hauptsächlich die Schlachter 2000 und um die Schlachterbibel, um die Prophezeiungen, die da in geschrieben sind, um die in der Geschichte zu widerspiegeln, brauchen wir Bücher, die uns gute Geschichte lehren. Und Babylon Mysterien, Religion von Rav Wutrow von 1966 ist da eins von. Wir sind heute in der 20. Lesung, haben wir uns zusammengefunden, im 16. Kapitel, der zweite Teil des 16. Kapitels. Da geht es um eine unreine Priesterschaft, also den genauen Titel kriege ich jetzt nicht mehr drauf. Wie heißt das jetzt genau? Gucken wir nochmal eben. Eine unverheiratete Priesterschaft, genau, also unverheiratet sind sie und unzüchtig sind sie auch, ja. Sie treiben Unzucht von morgens bis abends, von hinten bis vorne im wahrsten Sinne des Wortes. Und da gehen wir gleich noch ein wenig rein. Aber bevor wir das machen, habe ich wieder eine wunderschöne Musikdatei vom Bruder Alexander zugeschickt bekommen. Und bevor wir uns dann mit diesem, ich sage mal, Dreck der römisch-katholischen Kirche, diesen Dreck des Antichristen, nur dieser Lüge wieder beschäftigen, doch mal ein paar schöne gesungene Zeilen über unseren Herrn Jesus Christus von Alexander. Vielen Dank für deine Mühe, für das Einsenden der Audiodatei und da habe ich dann ein kleines Video von gemacht. Bitteschön. Erfrischend wie Wasser ist dein Geist, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Jesus, ich lieb dich, ich liebe dich. Das war unsere heutige oder diese
wöchentliche Musikdatei. Nochmals herzlichen Dank, Alexander. Das bringt mich immer in die absolut richtige Stimmung, jetzt dieses wunderbare Buch von Ralph Woodrow weiterzulesen. Wie gesagt, aus dem Jahr 1966. Wir sind auf Seite 121 von 182, also wir haben gut zwei Drittel dieses Buches geschafft. Sind im letzten, relativ kurzen Teil, ich glaube, es sind knapp drei Seiten, die wir in diesem Kapitel noch lesen müssen. Da geht es halt um die unverheiratete Priesterschaft. Und da habe ich dann auch einen Film vorbereitet, wie ihr das ja wisst. Mache ich die englische Sendung, lasse ich den Film dann nebenbei mit beilaufen. Das ist ungefähr die Stelle, wo ich da in Englisch bin, wo wir jetzt hier am Lesen sind. Und da können wir uns von da die Bilder anschauen. Und ansonsten freue ich mich auf eine Beteiligung von meinen Live-Zuschauern. Wenn sie kommt, ist es schön. Wenn sie nicht kommt, ist es auch nicht weiter schlimm. Aber es ist schön, dass wir hier die Möglichkeit haben, wirklich live bei der Aufnahme dabei zu sein. Und oftmals, nicht immer, aber oftmals auch die Möglichkeit haben, live bei der Erstaussendung dabei zu sein in einer Premiere. So, langes Gefasel und jetzt kommen wir endlich zu dem Punkt, um den es hier im Grunde geht. Es geht um das Buch Babylon Mysterienreligion. Und in diesem Kapitel 16 sprechen wir also von einer unverheirateten Priesterschaft. Wir hatten da schon einen großen Teil gelesen. Und dann fährt der Autor hier fort und sagt, es gibt eine Art Beichte in der Bibel. Aber hierbei handelt es sich nicht um ein Bekenntnis vor einem verheirateten Priester. Ja? Es gibt eine Art Beichte in der Bibel, aber nicht die Beichte, wie sie in der römisch-katholischen Kirche den Laien, also den normalen römisch-katholischen Anhängern gelehrt wird. Ja, ein Laie ist einer, der römische Katholik ist, der aber nicht zur Hierarchie des Klerus gehört. Da spricht man von Laien, das ist jetzt nicht irgendwie abwertend oder so, aber das ist der Begriff, der da gebraucht wird. Und es gibt eben auch eine Art Beichte in der Bibel, aber nicht dieselbe wie in der römisch-katholischen Kirche und schon gar nicht, dass ich einem unverheirateten Priester, ja, jemand, der also vor sexuellem Drang, sage ich jetzt mal, überfließt, dass ich dem dann auch noch meine ganzen sexuellen Geheimnisse verraten muss. Ich meine, es geht ja nicht um mich, der es das tut. Da hat er vielleicht nicht so viel dran, obwohl viele Priester ja auch Sodomiten sind. Aber es geht darum, dass das ja hier auch von Frauen, von Jungfrauen und selbst von jungen Mädchen verlangt wird. Und das haben wir ja sehr gut gesehen in dem Buch von Lothar Grassmann, hieß er, glaube ich. Nee, nicht Lothar. Grassmann, über die Moraltheologie von Alfonso Liguori in 7 Lesungen. Da sind wir sehr intensiv drauf eingegangen. Ja? Also die Beichte in der Bibel, oder die zwischen Anführungszeichen Beichte in der Bibel, ist eine ganz andere als dieses Bekenntnis, was die römisch-katholische Kirche von ihren Laien gegenüber den Priestern verlangt. Die Bibel sagt nämlich, bekennt nun einander die Vergehungen. Bevor wir hier in Jakobus 5,16 reingehen, möchte ich hier ganz eben kurz mit beisagen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Beichtet einander die Vergehungen. Da geht es aber, und das geht ganz deutlich aus dem Zitat in der Bibel hervor, wenn wir Jakobus lesen, ja, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr da geheilt werdet. Das Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Bekennt einander die Übertretungen. Da geht es um Übertretungen, die der eine Bruder gegenüber dem anderen Bruder macht. Da geht es um Übertretungen, die ich einem anderen Menschen zugefügt habe. Da geht es darum, wenn ich einen anderen Menschen ungerecht behandelt habe, wenn ich einen anderen Menschen nicht behandelt habe, so wie die 6 Gebote es von mir verlangen. Ja, wir wissen ja, es gibt 10 Gebote. Die ersten 4 Gebote handeln davon, wie der Mensch mit Gott umgehen soll oder wie Gott verlangt, dass der Mensch mit ihm umgeht. Nämlich, ich bin der Gott und habe keine anderen, der dich aus Ägypten, aus der Gefangenschaft geführt hat, habe keine anderen Götter neben mir, mach dir keine Abbildung, gebrauche den Namen Gottes nicht in vain, also missbrauche den Namen Gottes nicht und erinnere dich, den Sabbat zu halten. Da können wir auch mal ein Video drüber machen, warum steht denn da, erinnere dich. Ne? Na gut, anderer Punkt. Aber das sind 4 Punkte, wo die Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott geklärt wird. Und dann gibt es 6 andere Gebote. Ja? Ehre Vater und Mutter, töte nicht, stehle nicht, lüge nicht, halte keine Unzucht oder hab keine Unzucht und begehre nicht das, was ein anderer hat. Das sind alles Gebote, die darum gehen, wie Menschen miteinander umgehen. Und wenn ich
einen anderen Menschen schlecht behandle und die Gebote nicht berücksichtige, dann soll ich das dem Menschen beichten. Dann soll ich dem Menschen sagen, von guck mal, ich habe hier Mist gemacht, ich entschuldige mich dafür, ich bereue. Ja? Das ist aber keine Beichte. Eine Beichte ist, wenn ich eine Sünde gegenüber Gott gemacht habe. Und da geht es eben der römisch-katholischen Kirche drum. Die machen diese ganzen Beichten, ja? Sagen sie, das sind alles Übertretungen gegen Gott und das musst du alles einem Priester, einem Menschen, der genauso fehlbar ist und genauso schlecht ist wie du selber, dem musst du das alles beichten. Das sagt die römisch-katholische Kirche. Und die Bibel sagt, dass wir einander die Übertretungen bekennen müssen. Also ich muss meinem Bruder oder meiner Schwester, wenn ich ihm oder ihr gegenüber eine Übertretung begangen habe, ihm oder ihr gegenüber, da muss ich das bekennen. Da geht es nicht darüber, wenn ich gegenüber Gott gesündigt habe. Ja? Das ist ein Unterschied, ob ich gegenüber einem Menschen zwischen Anführungszeichen sündige oder ob ich Gott gegenüber sündige. Und die römisch-katholische Kirche nimmt diesen Satz hier und dreht den um, wie wir das immer von der römisch-katholischen Kirche wunderbar kennen. 180 Grad umgedreht ist die Wahrheit. Ja? Die römisch-katholische Kirche sagt, alle Übertretungen, die du was weiß ich wo übergehst, die musst du dem Priester mitteilen. Du musst dem Priester auch mitteilen, wenn du gegen Gott gesündigt hast. Aber da kann der Priester doch gar nichts dran machen. Der ist doch selbst ein Sünder. Also kann ich doch mit den wirklichen Sünden, die, wo ich Gottes Gesetze übertrete, gegen Gott sündige, ja, um es mal so deutlich zu sagen, wenn ich gegen Gott sündige, dann kann ich doch auch nur zu Gott gehen, um ihm diese Sünde zu bekennen, die Übertretung zu bekennen. Und das ist genau der Punkt. Ja. Die römisch-katholische Kirche wirft alles in einen Hut und sagt, alles Übertretung und das musst du alles dem Priester nennen, ob du das gegen Gott machst oder gegen andere Menschen. Jede Übertretung ist eine Übertretung des Gesetzes und das ist von daher eine Sünde und ist daher gegen Gott. Nein, es ist nicht immer gegen Gott. Natürlich ist es gegen Gott, wenn ich gegen einen anderen lüge. Ja, da muss ich damit erstmal mit Gott im Klaren kommen. Aber zum anderen muss ich den Menschen sagen, von schau mal, ich habe dir hier und da nicht die Wahrheit gesagt. Da muss ich auch mit ins Reine kommen. Aber das kann ich dem Menschen bekennen. Ja, aber meine Sünde gegenüber Gott kann ich nur gegenüber Gott bekennen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den die römisch-katholische Kirche hier total verdreht und wo sie die Leute mit total in eine falsche Lehre mit reinzieht. Dieser Vers in Jakobus 5,16 wird von der römisch-katholischen Kirche so dermaßen missbraucht, dass sie sagt, alle Übertretungen, die du begehst, musst du dem Priester beichten, weil der Priester ist, und das ist auch festgeschrieben, da kommen wir auch sicher noch im Doppelgesicht des Papsttums oder anderen Lesungen zu, der Priester ist im Grunde, jeder Priester ist im Grunde ein Vicarius Filii Dei, ein Stellvertreter Jesu Christi. Ja? Ausgestattet mit der Macht von der römisch-katholischen Hierarchie. Ja? Also wenn ich zum Priester gehe, dann gehe ich damit im Grunde zu Jesus Christus, um meine Beichte abzulegen. Also ein ganz, ganz tiefes Thema. Über diese zwei Sätze, die hier stehen, da könnte ich alleine schon eine ganze Sendung machen. Wir wollen ja noch ein bisschen weiterkommen in diesem Buch. Aber ich möchte, dass ihr es ganz, ganz deutlich versteht. Die Bibel sagt, wir müssen gegenüber anderen Menschen unsere Übertretungen, die wir gegen sie gemacht haben, bekennen. Und wir müssen zu Gott gehen, gegen die Übertretungen, die wir gegen ihn begangen haben. Ja, ganz, ganz wichtiger Unterschied. Der Vers, sagt der Autor, könnte nur dann zur Unterstützung der katholischen Lehre der Beichte herangezogen werden, wenn nicht nur das Volk den Priestern bekennen würde, sondern auch die Priester dem Volk. Es ist also eine Straße mit Gegenverkehr. Ja? Nicht nur das Volk muss zum Priester gehen und sagen, von guck, ich habe da und da gesündigt. Nein, aber der Priester muss dem Volk auch bekennen, wenn er gesündigt hat. Und wenn ein Priester sich sündenlos darstellt, was ist er denn dann? Ja, dann erhebt er sich zu Gott. Mein Punkt, den ich gerade eben hatte. Jeder Priester ist im Grunde eine Personifizierung von Jesus Christus. Als Simon von Samaria sündigte, nachdem er getauft worden war, verlangte Petrus nicht von ihm, dass er vor ihm beichten sollte. Petrus forderte ihn auch nicht auf, so und so viele Male am Tag das Ave Maria aufzusagen. Petrus sagte ihm, er solle den Herrn bitten, dass er ihm vergebe. Das lesen wir in Apostelgeschichte 8,22. Da sagt Petrus zu Simon von Samaria, so tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. Nicht bitte einen Priester, dass er dir sagt, bete 25 Ave Maria
und dir damit die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben mögen werde. Ne? Ganz großer Unterschied. Als Petrus sündigte, bekannte er es vor Gott und es wurde ihm vergeben. Als Judas Iskariot sündigte, der also Jesus ja verraten hatte, bekannte er seine Sünde vor einer Gruppe von Priestern und beging daraufhin Selbstmord. Ja? Er ging nämlich zu den Pharisäern. Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er verurteilt war, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den obersten Priestern und Ältesten zurück und sprach: Ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen: Was geht uns das an? Da sieh du zu! Da warf er die Silberlinge im Tempel hin, machte sich davon, ging hin und erhängte sich. Ja? Im Grunde sagen die Priester hier ja etwas Wahres. Was geht das uns an? Du hast gesündigt gegen Gott, das musst du vor Gott, mit Gott ausmachen, nicht mit uns. Ich glaube, das ist das einzige Mal, dass diese jüdischen Priester irgendwo die Wahrheit sagen. Ja? Mit diesem Satz. Was geht das uns an? Es geht euch nichts an. Stimmt, er kommt zu euch. Warum? Aus der Tradition, die damals auch bei den Juden schon bestanden hat, eben auch anscheinend den Priestern hier Beichte abzulegen, mehr oder weniger. Interessantes Stück eigentlich aus der Bibel. Matthäus, die ganzen 20er sind unglaublich interessant. Der Gedanke, vor einem Priester zu bekennen, ist nicht biblisch, sondern stammt aus, jawohl, wieder mal Babylon. Bevor eine vollkommene Einweihung, lass mal eben hier das Bild verändern, bevor eine vollkommene Einweihung in die babylonischen Mysterien gewählt wurde, war eine geheime Beichte erforderlich. Wurde dieses Bekenntnis einmal abgelegt, so war das Opfer ganz und gar der Priesterschaft verschrieben. Ja, man macht sich ja von diesen Priestern im Grunde abhängig. Man gibt diesen Priestern ja Gewalt über sich, wenn man denen die tiefsten Geheimnisse erklärt. Ist doch logisch, oder? Und das haben wir auch in vielen anderen Büchern schon gelesen, unter anderem auch im Griesinger-Buch ist das ganz deutlich geworden, dass eben durch diese Beichte die Beichtväter ihre Beichtkinder unter Kontrolle hielten. Die wissen von denen die allertiefsten Geheimnisse. Damit ist man dann doch erpressbar. Und das ist heute in der Politik nicht anders. Da geht es dann weniger über Beichte, aber da geht es darum, dann den Leuten zum Beispiel, was weiß ich, Kinder zuzuführen, dass sie ihre pädophilen Gefühle ausleben können, siehe Pizzagate und solche ganzen Sachen. Und diejenigen, die an der Macht stehen, die haben dann natürlich dann Filmaufnahmen und Audioaufnahmen und schriftliche Geständnisse und was weiß ich nicht alles. Und damit lassen sich die Leute dann natürlich erpressen, weil die wollen ja weiter, dass der Rubel rollt. Ne? Und der Rubel hört auf zu rollen, wenn sie nicht mehr das machen, was in ihrer Agenda steht. Also da hat sich im Grunde überhaupt nicht so viel verändert gegenüber früher. Das Opfer war ganz und gar der Priesterschaft verschrieben. Die Priesterschaft übt damit eine Macht über sie aus. Deswegen sagt man ja auch, oder sagen viele Leute, die auch die wahre Religion der Bibel nie verstanden haben, deswegen sagen sie, ach, Religion ist ja nur dafür da, um Macht über andere auszuüben. Das stimmt. In der Hinsicht, dass diese menschlichen Religionen, diese babylonischen, diese talmudischen und andere Religionen eben, dass die dafür gemacht sind, um eben Macht über Menschen auszuüben, um den Menschen klein zu halten, ja, um ihn erpressen zu können, um ihn in seiner Macht haben zu können. Das streite ich gar nicht ab. Das ist aber nicht in der Bibel so, das ist aber in der römisch-katholischen Kirche so, das ist in der, das war in der heidnischen römischen Kirche so, das war in der heidnischen griechischen, in der medo-persischen und in der babylonischen Kirche ganz genau dasselbe. Das war immer so, da hat sich überhaupt nichts dran verändert, weil der Leopard kann seine Flecken nicht verändern, nicht wahr? Es besteht kein Zweifel darüber, fährt der Autor fort, dass in Babylon Beichten abgelegt wurden, denn einzig und allein aufgrund dieser aufgezeichneten Bekenntnisse waren Historiker überhaupt erst in der Lage, Schlussfolgerungen über den babylonischen Begriff von richtig und falsch zu ziehen. Die babylonische Vorstellung der Beichte war in vielen Teilen der Welt bekannt. Der Historiker Salverte schrieb über diesen Brauch bei den Griechen, Zitat:
alle Griechen von Delphi bis Thermophylae wurden in die Mysterien des Tempels von Delphi eingeweiht. Ihr Schweigen bezüglich allem, was sie geheim zu halten hatten, war gesichert durch die allgemeine Beichte, die von den Aspiranten nach der Einweihung abverlangt wurde. Ende Zitat. Nun, das, was hier geschrieben steht, klingt auf den ersten Blick eigentlich gar nicht mal so verfänglich oder schlimm oder wie auch immer. Nur, jetzt sage ich euch mal etwas anderes und da könnt ihr euch da mal selbst mit beschäftigen und könnt das selbst nachforschen. Bei der Initiierung in eine moderne Geheimgesellschaft, mit modernen spreche ich jetzt über die letzten paar Jahrhunderte, in diesem Fall über eine, die es heute immer noch gibt und die ihr alle kennt, da ist nämlich nicht nur George W. Bush Mitglied von, sondern auch sein Gegenspieler, sein sogenannter Gegenspieler von der Wahl von 2004, George Kerry. Und da ist sogar auch sein eigener Vater Mitglied von und da war, glaube ich, sogar sein Großvater Mitglied von. Skull and Bones. Diese Geheimgesellschaft eines deutschen Kapitels der Freimaurerei, das in der Yale-Universität seinen Unfug treibt und in das eben George W. Bush eingeweiht wurde. Und bei der Einweihung hat man dann eine Zeremonie, die man über sich ergehen lässt, wo man in einem Sarg liegt, nackt und was weiß ich nicht, alle Dinge da tun, sagen und machen muss. Wie gesagt, forscht das selbst nach. Und da will ich hier jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen. Aber dadurch, dass man da das Innerste seiner Seele bloßlegt in dem Moment der Initiierung, macht man sich natürlich auch abhängig von den Leuten, die zuhören, was man da sagt. Ihr Schweigen bezüglich dem, was sie geheim zu halten hatten, war gesichert durch die allgemeine Beichte. Das ist im Grunde eine allgemeine Beichte, die von den Aspiranten nach der Einweihung abverlangt wurde. Nach der Einweihung oder im Einweihungszeremonial. Da geht es natürlich auch immer darum, um welchen Grad sprechen wir denn hier. Ne? Zum Beispiel bei Freimaurern wissen wir ja inzwischen, gibt es 33 Grade oder zumindest wird uns das weiß gemacht. Und die meisten Leute kommen gar nicht weiter als der dritte. Und die im dritten Grad sind, das nennt man den Meister-Freimaurer, Master Mason, die glauben, dass sie der 33. Grad sind. Das wird denen nämlich erzählt. Ja, darüber gibt es nichts mehr. Die halten sich für ganz, ganz toll und haben da überhaupt keine Ahnung. Aber je nachdem, wie hoch der Grad der Einweihung ist, ist natürlich dann eben auch die Erpressungsmöglichkeit umso besser, weil die Leute in dieser Zeremonie viele Dinge von sich geben müssen und da sind natürlich Zeugen, die das hören. Und wer das bezeugen kann, wer das hören kann, kann es aufzeichnen, kann es bewahren und kann es später gegen den, der es gesagt hat, verwenden. So ist man eben erpressbar. Bestimmte Arten von Beichten waren vor den Anfängen des Christentums auch in den Religionen von Medo-Persien, Ägypten und Rom bekannt. Also genau wie ich sagte, gut, ich hatte jetzt Griechenland mit aufgezählt, ich hätte vielleicht Ägypten aufzählen sollen, aber ich habe das Buch ja auch schon lange nicht mehr gelesen, der Kommentar kam ja mehr oder weniger aus dem Gedächtnis oder wurde mir gerade eben so vom Geist eingegeben. Jedenfalls gibt es in all diesen heidnischen Religionen vor den Anfängen des Christentums, wobei das Christentum ja, sage ich jetzt mal hier mit Katholizismus ja im Grunde gleichgestellt wird, ja? Auch in den Religionen von Medo-Persien, Ägypten und Rom, da gab es die gleichen Dinge, also im heidnischen Rom gab es die Dinge, die es auch in Ägypten gab, die es in Medo-Persien gab und die es eben in Babylon gab. Babylon haben wir hier oben gesprochen. Und hier Griechenland auch, also von daher. Alle richtig so, alles richtig gesagt. Es ist ein Thema, das noch viel, viel mehr vertieft werden könnte, aber wir können mit solchen Dingen oftmals nur an der Oberfläche langstreichen. Wir können oftmals nur die Spitze des Eisberges bloßlegen. Aber euch dann bitten von, stellt da ein wenig mehr eure eigene Nachforschung an. Bitte immer im Licht der Bibel. Ja? Haltet immer gegen alles, was hier gesagt und geschrieben wird, haltet da immer die Bibel gegen. Nur wenn es im Licht der Bibel stehen bleibt, dann ist es auch wert, dass man darüber spricht und dass man es lernt und lehrt und sich darüber informiert. Die Schwarzen haben wir gerade schön hier in dem Bild gesehen. Ne? Schwarz ist die charakteristische Farbe der Kleidung des Klerus. Was glaubt ihr denn, warum Richter und Anwälte schwarze Talare tragen? Haha, ja, da kann man auch in ein Wespennest stechen. Schwarz ist die charakteristische Farbe der Kleidung des Klerus, die von den Priestern der römisch-katholischen Kirche getragen wird. Und auch einige protestantische Denominationen folgen dieser Sitte. Ja, der
lutherische oder evangelische, doch in jedem Fall Pastor, der mich damals konfirmiert hat, als ich 14 war, der trug auch immer so eine schwarze Kutte. Warum wurde nun gerade die Farbe schwarz gewählt? Möchtest du etwas sagen, Michael? Ja, da fällt mir ein, da hat ja Will Smith ein Lied gemacht über die katholische Kirche. Mit Men in Black oder was? Ja, genau. Ja, da gibt es ja die Men in Black, The Real Men in Black über die Jesuiten ja auch, ne? Gibt es ja auch da die, die Dinge. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Man überlegt da gar nicht so. Denkt mal darüber nach, warum Richter und Anwälte, also Leute im juridischen System, warum die wohl schwarze Roben tragen. Das sind alles Eingeweihte in der Freimaurerei. Und so weiter und so weiter und so weiter. Na gut, da wollen wir uns jetzt nicht zu lange mit beschäftigen. Wir probieren hier das Kapitel hier heute zu Ende zu bringen. Also schwarz ist die charakteristische Farbe der Kleidung des Klerus, die von den Priestern der römisch-katholischen Kirche getragen wird. Und auch einige protestantische Denominationen folgen dieser Sitte. Warum wurde nun gerade die Farbe schwarz gewählt? Ist es möglich, sich Jesus und seine Apostel in schwarzen Kleidern vorzustellen? Die Farbe schwarz wurde jahrhundertelang mit dem Tod verbunden. Leichenwagen waren gemäß der Tradition schwarz. Die Trauergäste bei einer Beerdigung tragen diese Farbe, etc. Würde jemand vorschlagen, dass schwarz zur Ehre des Todes Christi getragen werden sollte, wir würden dagegen nur darauf hinweisen, dass Christus nicht mehr tot ist, weil er ist auferstanden. Andererseits jedoch erwähnt die Bibel einige Baalspriester, die schwarz gekleidet waren. Gottes Botschaft, die wir lesen in Zephania, lautet folgendermaßen, Zephania Kapitel 1, Vers 4, Zitat. Und ich will meine Hand ausstrecken gegen Juda und gegen alle Bewohner von Jerusalem und will von diesem Ort den Überrest des Baalkultes ausrotten, den Namen der Götzendiener samt den Priestern. Ja? So steht es geschrieben. Die Kemarim waren Priester, die schwarze Gewänder trugen. Gleiche Titel wird an anderer Stelle über die Baalsanbetung auch mit Götzenpriestern übersetzt. 2. Könige 23,5, wo wir lesen, Zitat, und er beseitigte die Götzenpriester, die die Könige von Juda eingesetzt hatten und die auf den Höhen in den Städten Judas und um Jerusalem her räucherten. Auch die, welche dem Baal, der Sonne und dem Mond und den Sternenbildern und dem ganzen Heer des Himmels räucherten. Adam Clark, ein Historiker, sagt, Zitat, sie waren wohl ein Orden, der von den götzendienerischen Königen von Juda eingerichtet wurde. Man nannte sie Kemarim von Kamar, was bedeutet dunkel oder schwarz gemacht, da es ihre ständige Aufgabe war, heilige Feuer zu bewachen. Heilige Feuer zu bewachen. Da gibt es auch die Sibyllinen aus Rom. Waren das die Sibyllinen? Ich glaube, ja. Das war ja so eine Frauengöttinnengruppe da, die ja auch ein heiliges Feuer bewacht haben. Ne? Wahrscheinlich trugen sie auch eher schwarze Gewänder. Daher nennen die Juden im Spott christliche Pfarrer wegen ihrer schwarzen Kleidung und Gewänder Kemarim. Es ist schwer zu verstehen und zu erklären, warum man mit dem priesterlichen Gewand diese Baalspriester nachahmen sollte. Und jetzt kommen wir zur Tonsur. Da habe ich ein schönes Bild vorbereitet. Das können wir uns mal eben anschauen. Das kommt wahrscheinlich im Video auch gleich vor. Das ist die römische Tonsur. Das kennt ihr auch von vielen Lutherfilmen. Der wird im Anfang auch so dargestellt, wo er nämlich den Schädel kahl rasiert. Ja, es gibt verschiedene Tonsuren. Wir können mal eben gucken. Ich glaube, ich habe das hier auch. Hier kennt man das zum Beispiel im Buddhismus. Ne? Hier ist also nicht nur im Katholizismus so. Und es gibt hier noch ein anderes Bild, das ist auch eine Tonsur, das ist eine keltische Tonsur. Ja? Seht ihr? Da ist dann das Haar hinten und der ganze Vorderkopf ist frei. Das ist eine keltische Tonsur. Hier sieht man die römische und die keltische Tonsur nochmal auf eine andere Tonsur, auf eine andere Art und Weise gemacht, miteinander verglichen. Und hier haben wir ein schönes Bild von römisch-katholischen Priestern, die eben die Tonsur haben. Lassen wir das Bild hier mal eben stehen.
Die Tonsur, ein weiterer Brauch der römisch-katholischen Kirche, der auch in früheren Zeiten und unter Nichtchristen bekannt war, ist das Tragen einer Tonsur. Wahre Christen, deswegen hier wieder Nichtchristen, sollte eigentlich nicht Katholiken heißen, wahre Christen haben keine Tonsur. Warum? Das sehen wir gleich, da steht nämlich auch in der Bibel was von drin. Die katholische Enzyklopädie schreibt, dass die Tonsur, Zitat, ein von der Kirche eingeführter heiliger Ritus ist. Also nicht von Gott ordiniert, ne? Von der Kirche eingeführter, zwischen Anführungszeichen müsste heiliger Ritus eigentlich stehen, weil die Kirche kann nichts heilig machen. Nur einer kann was heiligen, derjenige, der heilig ist. Und der hat sicherlich einen solchen Ritus in der römisch-katholischen Kirche geheiligt. Ja? Man muss also mal ganz furchtbar aufpassen, wenn man solche Sätze hier liest, auch wenn sie aus der römisch-katholischen Enzyklopädie kommen. Also, die römisch-katholische Enzyklopädie schreibt, dass die Tonsur ein von der Kirche eingeführter heiliger Ritus ist, durch den ein Christ, also sprich Katholik, durch das Scheren seines Haares in den Orden des Klerus aufgenommen wird. Gehen wir in die Geschichte zurück, finden wir in der einfachen Kirche nichts von der Tonsur. Auch später missbilligte Hieronymus, ein sogenannter Kirchenvater, der lebte zwischen 340 und 24 nach Christus, er missbilligte ebenfalls die Sitte, dass Mitglieder des Klerus ihren Kopf schoren. Zum 6. Jahrhundert jedoch war denn die Tonsur ziemlich bekannt. Das Konzil von Toledo erließ die strikte Vorschrift, dass alle Klerikalen die Tonsur erhalten mussten. Heute jedoch wird der Brauch in vielen Ländern nicht mehr praktiziert. Es ist bekannt und es wird bestätigt, dass dieser Brauch in der ersten Kirche nicht gefunden wurde. Was ist denn die erste Kirche? Das ist die apostolische Kirche. Das sind die Kirchen, die vor allen Dingen im Heidentum gegründet wurden durch Paulus, ja, in Korinth, in Thessalonika, bei den Galatern, und so weiter und so weiter, wo er überall war, wo er überall seine Briefe geschrieben hat. Das waren die aufgerichteten ersten Kirchen, auch nicht zu vergessen Antioch, weil die Juden wurden ja zuerst Christen genannt in Antioch. Ja, das ist die allererste Kirche im Grunde, über die es hier geht. Und von daher steht hier ganz deutlich, es ist bekannt und es wird bestätigt, dass dieser Brauch in der ersten Kirche nicht gefunden wurde. Also im ganzen ersten Jahrhundert unbekannt. Er war jedoch bekannt, also der Brauch, unter heidnischen Völkern. Buddha rasierte sein Haupt im Gehorsam gegenüber einem angeblich göttlichen Befehl. Hatten wir ja das Bild von den Buddhisten hier gerade eben gesehen. Lassen wir das Video mal weiterlaufen, dann kommen wir da ja auch zu, schätze ich mal. Na, hier ist die Tonsur, seht ihr das Bild schon. Dann passt auch das im Film dazu. Der Brauch war jedoch bekannt unter heidnischen Völkern. Buddha rasierte sein Haupt im Gehorsam gegenüber einem angeblich göttlichen Befehl. Die Priester von Osiris, also in Ägypten, wurden an ihren geschorenen Köpfen erkannt. Die Priester des Bacchus, ja, Griechenland, empfingen auch die Tonsur. In der katholischen Kirche wurde die Form der Tonsur, die in Großbritannien angewandt wurde, die keltische genannt. Hatte ich euch hier die Bilder davon gezeigt. Es wurde nur ein Teil der Haare über der Stirn abrasiert. Gemäß der östlichen Form wurde der Kopf ganz kahl geschoren, wie wir hier bei den Buddhisten sehen. Und nach der römischen Form jedoch war die runde Tonsur üblich, die als Tonsur des St. Petrus bekannt ist, wobei nur ein runder Kranz gelassen und der obere Teil des Kopfes kahl geschoren wurde. Die keltische Tonsur der Priester in Großbritannien wurde zum Spott die Tonsur des Simon Magus genannt. Simon Magus kennen wir auch noch. Ne? Simon der Zauberer aus Apostelgeschichte 8. Ne? Da wird das hier genannt. Da sehen wir hier die keltische Tonsur passend dazu. M bestand Rom jedoch auf eine runde. Achso, warum soll das hier wohl sein? Da fehlen ein paar Buchstaben hier. Warum bestand Rom jedoch auf die runde Tonsur? Wir können keine genaue Antwort geben. Wir wissen jedoch, dass dies eine alte Praktik der Priester der Mitra war. Ja, Mitraismus,
Das ist ja der Sonnenkult, der in den ersten Jahrhunderten nach Christus ganz fürchterlich in Rom Haus gehalten hat, die mit ihren Tonsuren die Sonnenscheibe imitierten. Da der Sonnengott der vielbeklagte Gott war und dieser seine Haare auf eine kreisförmige Weise geschnitten hatte, so schnitten sich die Priester, die um ihn zu weinen hatten, ihre Haare in gleicher Weise. Na? So beschneiden sich in vielen Ländern diejenigen, die ihre Toten beweinen, ihnen zur Ehre die Haare kreisförmig. Dass dies ein sehr alter Brauch ist, sogar zur Zeit Mose schon bekannt, können wir klar aus der Bibel erkennen. Solches war für Priester des alten Bundes verboten. Was sagt denn die Bibel? Drittes Buch Mose, also Levitikus, Kapitel 21, Vers 5. Sie sollen sich keine Glatze scheren auf ihrem Haupt, noch den Rand ihres Bartes stutzen, noch an ihrem Fleisch Einschnitte machen. Das man heute übersetzt mit Tattoos. Ne? Man soll sich eben keine Tattoos machen. Hier steht das im Englischen auch an einer anderen Stelle. Sie sollen sich keine Glatze scheren auf ihrem Haupt, noch den Rand ihres Bartes stutzen, noch an ihrem Fleisch Einschnitte machen. Also, das ist ein ganz deutlicher biblischer Befehl und das ist ein ganz deutliches Vergehen der römisch-katholischen Kirche gegen diesen göttlichen Befehl. Anders kann ich das hier nicht finden, aber ich glaube, ich muss Michael noch mal kurz Gehör geben. Ja, das ist mir ja auch schon mal entgegengesprungen, diese Geschichte mit der Glatze. Das hat ja auch so ein bisschen Reminiszenz an unsere Lesung, die wir mal gemacht haben bezüglich Kiss mit den langen Haaren. Ja. Das heißt also, lange Haare für einen Mann sind nicht erlaubt, kurze Haare für eine Frau nicht. Ein Mann soll sich nicht anziehen wie eine Frau umgekehrt nicht wie ein Mann. Und es werden alle möglichen Dinge ausgeschlossen, die dann im Gegenzug dazu von allen möglichen anderen Religionen aufgegriffen worden sind. Ich finde das ja immer super interessant, dass alle nach dem Skript der Bibel agieren. Ne? Ja, die genau das tun, was in der Bibel steht, was sie nicht tun sollen. Ja, genau. Und daran kann man sie ja dann auch erkennen. Ne? Perry hat da letztens eine Beschauung gemacht, da habe ich mich beinahe kaputt lachen müssen. Das war, glaube ich, ein bisschen, da ging es um Humor mit Katholiken. Da ging es darum, von in der Bibel steht das so und so und ich mache genau das Umgekehrte und da mache ich genau das, was Gott will. Ich weiß nicht, ob Perry das mal eben kurz erklären kann, der ist ja hier bei. Das war wirklich herrlich, wie er das gebracht hat. So. Nach dem Motto, in der Bibel steht das und das, das sollst du nicht machen. Oder er hat ein Beispiel genannt, von der Frau zum Beispiel, die ihrem Mann dann freigegeben hat, dass er was trinken gehen kann, dass er zum Fußball gehen konnte, aber er sollte sich halt nicht besaufen. Dann kam er abends um 8 Uhr, Stippelaser satt oder wie Perry das sagt, kam er zurück und sie sagte, ja, jetzt müssen wir zur Schwangerschaftsgymnastik und du bist besoffen. Ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht besoffen. Ja, aber ich bin Katholik und das heißt für mich, dass ich genau das Gegenteil mache von dem, was du sagst. Ja, Perry, diese Beschauung, also manchmal sowas von herrlich. Es ist schade, dass ich dann mein Telefon da habe, da kann ich das nicht zurückspulen. Kannst mir die 2-3 Mal anhören, aber das sind wirklich ganz, ganz tolle Dinge und da bringst du im Grunde genau solche Dinge. Ne? Es steht hier ganz deutlich klar, es war für Priester des alten Bundes, also im Alten Testament, verboten. Sie sollen sich keine Glatze scheren auf ihrem Haupt, noch den Rand ihres Bartes stutzen und auch keine Tattoos machen. Sie sollen sich keine Glatze scheren oder machen sie hier diese römische Tonsur. Was ist denn das anderes als eine Glatze? Jetzt nehmen wir erstmal diesen Rand hier eben weg und dann gucken wir doch mal eben diese ganzen Glatzköpfe an, wie sie heute durch die Straße laufen. Ich meine, ich bin inzwischen leider schon ein bisschen über 50 Jahre, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, so viele Leute mit glattgeschorenen Schädeln wie die letzten 10 Jahre habe ich mein ganzes Leben nicht gesehen. Das scheint eine richtige Mode zu sein. Und wisst ihr, was ich finde, was das ist? Rebellion gegen Gott. Sie sollen sich keine Glatze scheren. Wenn du als Mann das Problem hast, dass das Haar ausfällt, dann hast du sowieso eine Glatze, da kannst du nichts dran machen. Aber scher dir doch keine, wenn du Haar hast, das wachsen kann. Ach, da gab es so eine schöne Werbung in den 70er Jahren. Schönes Haar ist dir gegeben, lass es leben und so weiter und so weiter. Die Älteren erinnern sich dann noch dran, mit Gart und dann immer so eine Frau so mit 3 Meter langen Haaren, die da hin und her gewirbelt hat. Da schneidet man sich doch keine Glatze, wenn man so schönes Haar hat. Auch Männer. Otto Walkes. Daher kennst du das. Nein, da kenne ich das nicht. Ich habe immer die Werbespots gesehen im Fernsehen. Aber Otto hat das gemacht und ich möchte hier
da einfach auch mal für Otto mal einstehen, weil Otto hat sehr viele gute Sachen gemacht damals. Ja, Otto hat schon einige lustige Dinge gemacht und viele Dinge auch, wo Wahrheit mit drin ist. Aber ja, ob er jetzt gute Dinge gemacht hat, gut, da will ich mich jetzt nicht drüber äußern. Da geht es auch gar nicht drum. Aber ja, mit diesem Guard, glaube ich, hat er einen Sketch mitgemacht. Ja, aber ich hatte jetzt gerade eben diesen originalen Fernsehsketch probiert nachzusingen, also nachzumachen. Fand ich immer so lustig. Und da halt mit so einer Frau mit so tierisch langen Haaren, die dann da so wunderbar glatt rumwehen und so weiter. Also wenn man sowas hat, dann soll man sich eben nicht diese Haare nehmen. Ja, es ist ja ein Gottesgeschenk, wenn man so schöne Haare hat. Ja? Und Männer müssen die halt ein wenig im Zaum halten. Sie sollen nicht zu lang sein, aber sie sollen eben auch nicht zu kurz sein, also sprich keine Glatze haben. Und das also ist... Also bei Otto Walkes heißt es, schönes Haar ist dir gegeben, lass es kleben mit Quark. Das ist Otto Walkes. Ja gut, das ist damit bin ich jetzt auch ruhig. Ja, okay, ich habe ja gesungen, ich habe ja die aus dem Werbespot gesungen, aber ist ja auch wurscht jetzt. Und das ist bei dieser Glatze, dass es sich bei dieser Glatze um eine runde Tonsur handelt, ist im dritten Buch Mose, also Levitikus, Kapitel 19, Vers 27, angedeutet. Zitat: Ihr sollt den Rand eures Haupthaares nicht rundum abschneiden. Hallo, seht ihr hier das Bild? Ja? Ihr sollt den Rand eures Haupthaares nicht rundum abschneiden, auch sollst du den Rand deines Bartes nicht beschädigen. So. Und wie laufen die Priester heutzutage alle rum? Und was kümmern die sich um diese Gottesgesetze? Na, nicht besonders, nicht wahr? Und das bringt eben das Ende dieses Kapitels einer unverheirateten und einer unzüchtigen Priesterschaft. Ja, das füge ich da hinzu. Unverheiratet ist ja nicht weiter wild. Wenn man freiwillig unverheiratet ist und wenn man das dann nicht gebraucht, um in der Welt rumzuziehen und Unzucht zu treiben an allen Ecken und Kanten, dann ist das ja in Ordnung. Aber hier... Die römisch-katholische Kirche, warum besteht die denn eben auf einer unverheirateten Priesterschaft? Aus dem einfachen Grunde, weil wenn der Priester nicht verheiratet ist, er seine ganze Energie der Kirche widmen kann, die ja eben auch eine, zwischen Anführungszeichen, Frau ist. Der Priester ist verheiratet mit der Kirche. Ja? Und er kann nur der Kirche seine ganze Aufmerksamkeit widmen und er kann nur der Kirche seine ganze seine ganze Untertänigkeit widmen, also er kann ihr nur dann gehorchen, er kann ihr nur dann wirklich zugeschrieben sein, wenn er nicht daneben noch irgendwo eine physische Frau hat, die zu Hause sitzt, das Essen gekocht hat und auf ihn wartet, dass er nach Hause kommt, wie das bei vielen Leuten zu Hause ja so ist. Wenn er so eine Frau auch noch hat, dann müsste er ja zwei Herrinnen dienen, ja? Und das ist genau der Punkt. Man kann nicht zwei Herren dienen. Man kann auch nicht zwei Herren dienen. Aber man kann sich ja nicht zwei Herren dienen. Man entweder liebt man den einen oder hasst den anderen oder entweder tut man das, was der eine sagt und wirft das, was der andere sagt, wirft man weg. So ungefähr steht es in der Bibel geschrieben. Man kann nicht zwei Herren dienen. Ja? Und von daher ist es ganz wichtig für die römisch-katholische Kirche dafür zu sorgen, dass die Priester unverheiratet sind, dass sie sich ganz der Kirche widmen können und dass sie der Kirche hörig sind und eben nicht der Frau, die bei ihnen zu Hause ist oder eventuell den Kindern, die bei ihnen zu Hause sind. Genau gegenüber all diesen Versen, die wir, glaube ich, letztes Mal gelesen hatten, zur Erklärung, wie ein Bischof sein soll. Das hatten wir, glaube ich, alles letzte Woche beschrieben. Hier ist es, heißt es nicht bei Jakobus hier? Warte mal, wo sind denn hier die Verse, die wir letztes Mal hatten? Timotheus, hier war das nicht in Timotheus? Nee, auch nicht. Hier, Timotheus 3, 1. Korinther. Also wir hatten das letzte Woche besprochen, also letztes Mal besprochen, da bin ich ziemlich sicher, auch wie das hier nicht findet, die Säuglingsschädel ist wieder was anderes. 1. Korinther, Götze, Götzenopfer. Ja, okay. Ich meine, dass wir darüber gesprochen hatten. Und wenn es nicht in letzter Woche war, da war es in einer anderen Woche. Also gesprochen hatten wir darüber auf jeden Fall, dass eben ein Bischof der Mann einer Frau sein soll und seine eigenen Kinder zu Hause im Zaum halten soll und so weiter. Weil wenn er das noch nicht kann, wie soll er denn dann für eine Gemeinde sorgen? Die Verse kennt ihr alle, die hatten wir schon an verschiedenen Stellen besprochen. Und unverheiratet sollen die Priester eben auch nicht sein. Und das ist eben eine Tradition,
wie sie hier aus Babylon kommt. Ganz deutlich, ganz bewiesen hier in diesem Fall. Und von daher können wir das Kapitel in der Hinsicht jetzt mit gutem Gewissen abschließen. Und wir gehen in das nächste Kapitel rein. Ja, das ist ein super, super Kapitel, das auch, glaube ich, zu einem bestimmten Punkt noch sehr interessant mit einem Gedicht in Verbindung gebracht wird. Das müsste hier kommen. Die Frage ist nur, ist das hier jetzt drin? Ich muss mal eben scrollen, um es zu sehen. Ihr seht, das ist ein ziemlich langes Kapitel. Das schaffen wir heute. Ja, hier, ein römisches Wunder. Hier ist es, zum Schluss kommt es. Ja, wunderbar. Einige meiner Zuhörer, Zuschauer der Videos kennen das schon. Das habe ich mal im Englischen als einzelnes Video gebracht. Und das ist hier mehr oder weniger zum Abschluss des Kapitels. Ja, wir sind jetzt eine knappe Dreiviertelstunde in dem Video. Wir könnten jetzt dieses Kapitel beginnen. Nur ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich halte es lieber heute ein wenig kürzer, das Video, und fange nächstes Mal mit der Messe ganz neu an, mit unter anderem der Transsubstantiation, die Bedeutung und die Geschichte, dass wir da richtig tief reingehen können, weil es hat keinen Sinn, das jetzt eben für eine Viertelstunde zu machen und dann zu sagen, jetzt brechen wir das ab. Also ich halte es heute bei der Lesung für eine Dreiviertelstunde, mit dem Ende des Kapitel 16 halte ich es für gut für heute und sage, dann enden wir mal ein wenig früher. Ich fand auch das mit der Priesterschaft nochmal ganz, ganz wichtig, auch die Tonsur, und dass wir die Tonsur und dass wir ganz deutlich gezeigt haben, dass die Bibel ganz deutlich A sagt und die römisch-katholische Kirche sagt, nee, es ist B. Es ist meine Lehre, es ist meine Tradition, es ist, was ich will. Ja, das erinnert uns dann wieder an Jesaja Kapitel 14. Ich, fünfmal von dem Luzifer im Himmel, wo er rebelliert hat. Als Dank dafür wurde er rausgeschmissen, wurde sein Name verändert in Satan. Er fiel zusammen mit dem Drittel der Sterne auf die Erde. Diese gefallenen Sterne sind gefallene Engel, die heute seine Minister sind, die für ihn arbeiten, weil es steht ja darin, dass in der Bibel, dass der Satan verkleidet ist in einen Engel des Lichts, und deswegen ist es auch kein Wunder, dass seine Mitarbeiter verwandelt werden in Mitarbeiter der Gerechtigkeit, die wir dann überall da finden, wo wir Gerechtigkeit erwarten. Im Gericht, wo sie dann schwarze Roben tragen, in der Kirche, wo die dann schwarze Roben tragen und so weiter und so weiter. Mehr muss man da doch gar nicht drüber sprechen. Es ist alles so deutlich. Es ist so, wie man so schön im Englischen sagt, in your face, in dein Gesicht, ja, wird dir das gedrückt. Die Wahrheit ist so deutlich geschrieben in der Bibel, dass da einfach nichts und niemand gegen an kann. Das gefällt den meisten nur nicht. Und hat mir letztens einer geholfen, ich glaube, der hat das in einem Videokommentar geschrieben, ich kam immer nicht auf diesen Begriff, er meinte, wenn ich sage, du kannst ja die Leute auch teilweise im Tageslicht in die Sonne zerren und kannst sie in die Sonne zeigen, und dann sagen sie, noch, die scheint nicht, noch ist es dunkel, das sind Leute, die leiden an kognitiver Dissonanz, genau, auf den Ausdruck bin ich damals nicht gekommen. Dank demjenigen, der das in einem der Videos in den Kommentaren dabei geschrieben hat. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich habe mir den Begriff jetzt eingeprägt. Es ist die kognitive Dissonanz, oder Cognitive Dissonance, wie man das auch im Englischen nennt natürlich. Da kommt das ja wahrscheinlich her, dieser Ausdruck ist dann eingedeutscht. Das ist einfach die Wahrheit leugnen, auch wenn sie einem wie eine Milliarde Wattbirne ins Gesicht scheint. Und trotzdem einfach nicht zugeben wollen. Kognitive Dissonanz. Könnt ihr euch mal im Internet raussuchen, ein bisschen drüber informieren. Das ist der Punkt. Viele, viele Leute haben das. Und anders ist das gar nicht zu erklären. Warum in der Bibel steht, schert euch nicht den Kopf. Und die Leute sagen von, oh, wir scheren uns den Kopf. Und macht keine Einschnitte und, oh, ja, wir machen Tattoos. Und all diese ganzen Dinge. Und wer das mal auf eine lustige Art und Weise hören will, der muss mal Perry fragen, wie seine Beschauung da hieß, die ich ja mir angehört habe im Auto. Und ich glaube, ich habe sie sogar zweimal gehört, weil ich sie so gut finde. Und sie war auch nicht so lang, war nur eine Dreiviertelstunde, glaube ich, anstatt über eine Stunde meistens. Aber hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und Perry hat da die römisch-katholische Kirche sehr gut durch den Kakao gezogen, weil er hat eine Art und Weise, das zu machen. Das ist einfach herrlich, muss man mal gehört haben. Ja. Jedenfalls möchte ich mich bedanken fürs Zuhören und fürs Zuschauen aus dieser 20. Sendung heute, die wir hier gemacht haben von Babylon Mysterienreligion. Das 16. Kapitel, die unverheiratete Priesterschaft, ist abgeschlossen. Habt ihr noch Fragen oder Bemerkungen, dann könnt ihr sie im Kommentar
in der Kommentarsektion des Videos gerne dalassen. Wichtige Kommentare, die wirklich um Antwort rufen, weil sie vom Heiligen Geist mehr oder weniger geleitet sind. Das heißt, Menschen, die die Wahrheit wissen wollen, aber es noch nicht gefunden haben, denen helfe ich immer gerne. Und alle anderen Kommentare, Jungs, ich lese das einfach nicht mehr. Ich habe da keine Zeit zu und ich verschwende auch meine Zeit nicht mehr an diese Troll-Kommentare von Leuten, die sagen von, ja, aber ich meine das doch alles so und so. Nee, du meinst es so, wie es in der Bibel steht und ansonsten meinst du gar nichts. Weil alles halten wir hier bei Stunde der Wahrheit im Licht der Bibel. Ja, der 1611 König James Bibel im Englischen oder zur Not im Deutschen der Schlachter 2000. Das einzige wahre, reservierte und präservierte, also bewahrte Wort Gottes heute im 21. Jahrhundert immer noch. Alles gegen die Bibel messen. Und wenn die Bibel sagt, es ist weiß, dann ist es weiß. Und wenn die Bibel sagt, es ist schwarz, dann ist es schwarz. Wenn die Bibel sagt, das ist Wahrheit, dann ist es Wahrheit. Wenn die Bibel sagt, das ist Lüge, dann ist es Lüge. Keine eigene Interpretation von irgendjemandem, keine eigene Meinung, die interessiert überhaupt nicht, weil Gott ist auch kein Respektierer der Person. Ja? Er respektiert die Person nicht. Für ihn geht es um wahr oder nicht wahr, weiß oder schwarz. Und um das zu verstehen, lest halt eure Bibel. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Die Schäden zu verwahren, ich meine, dass